Und willkommen zurück zu Deviance mit mir, den Florian von ParastimLexLP. Und es tut mir leid, falls ich jetzt hier irgendwie zu laut wirke, aber mein Mikrofon stellt sich hier automatisch auf Maximum. Jedes Mal, wenn ich es runterschraube, geht er automatisch wieder hoch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber egal, wir sind hier jetzt halt hier in. Auf der Erde. Ja, auf der Erde sind wir. Und wir haben aber noch nicht unsere Schrotflinte. Ja, die ist nicht hier drin. Wir können es auch gar nicht mehr betrachten. Menno. Egal. Jetzt reden wir mal mit unserer holographischen Ding. Wir müssen von Bach finden, aber zuerst müssen wir dich ausrüsten. Okay, hol Waffen und Ausrüstung zurück, während Eco versucht, biointegrierte Funktionen zu aktivieren. Okay. Von Bach Industries hatte Abwehrtechnologien an Bord des Stratoträgers. Ich habe einen Ort auf der Karte markiert, wo wir sie finden können. Cool. Jo, finde die Schildkiste. Ah, okay. Wow. Das war leicht. Oh, die Mausempfindlichkeit ist noch etwas hoch. Ja, töten, töten, töten. Ah, der versteckt sich dahinter. Alter, was krabbelt? Greifst du mich an, oder? Bäh, nee. Er klitscht hier nur so rum. Da kriegt man aber echt Angst, ey. So. E drücken. E halten, okay, alles klar. Großartig. Sobald du damit ausgerüstet bist, kann ich damit den Schild aktivieren. Okay, vom Bach Industries Abwehrschild. Okay, Kapazität haben wir hier. Aufladungssekunden. Ladeverzögerung. Die Schilde sind aktiv. Wir brauchen noch eine andere Waffenoption. Ich orte das Signal eines abgestürzten mobilen Arsenals. Wo habe ich denn überhaupt meine Schnell! Lebensanzeige? Wir müssen die benötigte Ausrüstung so schnell wie möglich bergen, damit wir die Suche nach von Bach starten können. Okay, wo habe ich denn überhaupt meine Lebensanzeige? Verwirrt mich total. Ja, gehen wir einfach mal da lang. Okay, tut mir noch ein paar Käfer. Spinnen. Oh, die bringen Geld oder sowas. Ich glaube, dann töten wir am besten alle, wo uns hier entgegenlaufen. Ah, da ist sie ja. Okay. Wow. Die Explosionen sind jetzt ziemlich geil, muss ich sagen. Okay. Wieder E halten. Schrotflinten sind ideal für den Nahkampf. Ein Schuss aus der Nähe wirkt sich auf die meisten Gegner verheerend aus. Okay. Ja, ist an sich eigentlich ziemlich gut. Also, her damit. Unterschiedliche Situationen erfordern verschiedene Waffentypen. Deshalb solltest du dich schon mal daran gewöhnen, zwischen Primär- und Sekundärwaffe zu wechseln. Ja. Ich orte Sprengstoff in der Nähe. Den können wir gut brauchen. Ich Ich behalte. markiere dir die Stelle auf der Karte. Ich persönlich bevorzuge lieber Mausrad als die Q-Taste. Und wir haben. Ich muss auch das Ziel ein wenig wieder üben. So, Flutschlitz. So. Da hinten ist doch irgendein komisches Symbol. Was ist das denn? Da ist doch irgendeine Kiste. Auf der Karte. Ach, Munition auffüllen. Ja, das brauchen wir noch nicht. Vielleicht können wir sie nur einmal benutzen, deswegen hebe ich mir das lieber auf. Ich weiß ja nicht, wie heftig das hier noch sein wird. Alter, verkriech dich nicht, komm hier wieder raus. Hopp, flutsch. Wow. Wenn wir da springen, dann ist man fast in Zeitlupe. Aber die Welt ist eigentlich an sich ziemlich lang. Das heißt, da wäre vielleicht ein Sniper gar nicht mal so schlecht gewesen.
Aber egal, wir haben ja Schotti und irgendwas Sinn muss es ja auch geben, dass man eine Schotti hat, oder? Aber sieht schon ziemlich geil aus, ob man hier auch irgendwelche anderen Leute noch retten könnte. Ah, ich dachte schon, das wäre eine. Und was ist hier drin? Diese Vorratskapsel enthält Granaten. Schnapp dir eine und rüste sie aus. Okay. Splittergranaten. Sendet Schrapnelle aus, um in allen. Ja, okay. Ich denke, du weißt, wie das funktioniert. Zieh den Stift, wirf und mach dich aus dem Staub. Ja, und wie? Wenn ich mal fragen darf. Kann ich da so ein Ding werfen? Diese Information solltet ihr vielleicht mal davor erwähnen. Wir sind ausgerüstet. Jetzt ist es an der Zeit, deine Ego-Fähigkeiten zu trainieren. Wir nutzen Projektionen als Trainingsziele. Halte dich genau an die Anweisungen, um die Fähigkeiten zu aktivieren. Wir fangen mit Tarnung an. Sie macht dich für Gegner unsichtbar. Nutze diese Fähigkeit, um dich hinter die Projektionen zu schleichen und anzugreifen. Du musst die Augen offen halten. Ich bin unsichtbar. Jetzt testen wir die Überladenfähigkeit. Damit richtest du deutlich erhöhten Schaden beim Gegner an. Schieß auf die Projektion, während Überladen aktiv ist. Als ob ich alleine nicht schon der Wahnsinn wäre. Okay. Jetzt aktiviere ich die Köderfähigkeit. Damit erzeugst du eine Projektion, die aussieht wie du und den Gegner verwirrt. Verfolge das Ziel. Schalte die Projektion aus, während dein Köder sie ablenkt. Ah! Das ist natürlich auch sehr praktisch für uns. Du bist total drauf reingefallen. Die Fähigkeit Bionischer Sprint ist aktiv. Damit können wir uns extrem schnell bewegen und sind im Nahkampf stärker. Rase auf die Projektionen zu, während die Fähigkeit aktiv ist und lande Nahkampfangriffe. Schnelle und ungebremste Bewegung. Aktiviere den Bionischen Sprint und attackiere die Projektionen mit Nahkampfangriffen. What the fuck, wie kacke ist das denn? Aktiviere den Bionischen Sprint und attackiere die Projektionen mit Nahkampfangriffen. Aktiviere den attackiere die Projektionen mit Nahkampfangriffen. Ja, vielleicht war es für einen Sniper, wenn er mal einen Nahkampf müsste. Aktiviere den Bionischen Sprint und attackiere die Projektionen mit Nahkampfangriffen. Hab ich. Hab keine mehr. Aktiviere den Bionischen Sprint und attackiere die Projektionen mit Nahkampfangriffen. Es hab ich doch. Aktiviere den Bionischen Sprint und attackiere die Projektionen mit Nahkampfangriffen. Sehr gut. Wähle eine Ego-Fähigkeit, damit ich sie integrieren kann. Okay, K. Okay. Also jetzt haben wir die vier Fähigkeiten und dann immer neue Fähigkeiten. Okay. Das sind aber die Hauptdinger. Ja, also was haben wir denn? Wir haben ja einmal Köder. Okay, also diesen Typ da. Das Spiegelbild. Ach, man kann sogar die Plätze tauschen. Ich stelle mir gerade vor, rechts sind Gegner, links sind Gegner. Man schickt den Köder rechts lang zum einen Gegner. Die schießen alle beide auf ihn. Ich erledige dann den auf der linken Seite, husche auf den auf der rechten Seite rüber und töte ihn damit. Das wäre zum Beispiel ziemlich geil. Ah ja, danach kann man die Gesundheit erhöhen. Klasse Ego-Fähigkeit, ja. Nach Waffenschaden. Wir haben eine Schotti, wir brauchen hier keinen Waffenschaden. Dann hier die Unsichtbar. Unsichtbar ist ziemlich praktisch, auch für Schotti. Ja. Nächstes Level 60 Sekunden Aufladung, okay. Und hier haben wir noch Bewegungsgeschwindigkeit um 50% erhöht. Das war kacke. Also die zwei sind kacke. Also entweder Köder oder Tarnung. Ich glaube, Tarnung kann ganz lustig sein, wenn wir da einfach nur durchlaufen müssen. Da kommen wir auch, glaube ich, auch viel besser dran. Weil wir auch im Unsichtbaren noch schießen und unsichtbar bleiben. Also. Tarnung her. Aktivieren. Gute Wahl. Unentdeckt kann man unerwartet und unbemerkt vorgehen. Ja. Cool, und jetzt? Ich empfange ein Signal. Ich stelle es durch. Okay. Hört mich jemand? Ich brauche hier unten Hilfe. Die Mutanten scheinen sich zum Angriff zu sammeln. Oh nein. Wir müssen ihr helfen. Na, das machen wir doch gleich.
Okay. Wow. Ist ja nicht gerade kurz der Weg. Seid ihr freundlich gesinnt oder? Laut meinen Messungen sind diese Kreaturen eigentlich Menschen. Aber ihre DNS ist stark mutiert. Boah, wie kommt man nach da oben? Oh, der ist tot. Keine Ahnung woher, aber cool. Dann gehen wir doch mal schnell zu der Dame nach da hinten. Ach, das sind wahrscheinlich nicht unbedingt Spieler, oder? Sonst brauchen wir gar nicht erst nach Überlebenden zu suchen. Naja. Wieder einen erledigt. Ja, puh. Ich kann die meisten Computersysteme hacken. Geh zum Thorium-Reaktor und ich sehe zu, was ich tun kann. Okay. Dann schleichen wir uns mal nach da vorne. Ausgezeichnet. Ich konnte das spaltbare Material reaktivieren, sodass der Reaktor überladen wird und die gesamte Basis von der Landkarte fegen wird. Wir müssen nur aufpassen, dass die Mutanten nicht eingreifen. Was hast du mit dem Ding gemacht? So, machen wir mal unsichtbar. Rücke vor! Ja! Da kommt Ärger auf uns zu! Weiter so! Weg da! Ja, es ist gerade passiert. So, wir sind... Sneaky! Ja, da geht's hier durch, ey. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Leben ich gerade habe. Fast geschafft. Halte die Motoren vom Reaktor fern. So. Deckung. Perfekt. Rücke vor. Mir fehlt irgendwie die Musik. Kommt mir gerade durch den Kopf. Im Spiel fehlt irgendwie die Musik. Danke. Was dein Ego-Implantat, oder? Faszinierend. Ich habe das noch nie in Aktion erlebt. Weißt du was? Ich glaube, wir sind ein unschlagbares Team. Mit etwas Hilfe kann man an diesem irren Ort weit kommen. Ich gehe zur Absturzstelle. Die werden Hilfe brauchen. Wir bleiben bestimmt in Kontakt. Archenjäger. Okay. Also mit der Shotty hat man auf jeden Fall dann hier... hat man es auf jeden Fall schwieriger als wahrscheinlich als mit der anderen Klasse. Vor allem, weil die auch nicht One-Shot tötet. Das heißt, es könnte... schwierig werden. Leben im neuen Grenzen. Diese Echelon Nango suchen Nolan und Erisa. Auf mich steht immer noch Kopfgeld aus, also musst du rausfinden, was sie wissen. Ich habe schlechte Nachrichten von Mayul, einer ehemaligen Kollegin, erhalten. Sie sagt, die Seuche habe die Feinde erreicht. Meine Systeme haben einen Schwellenwert erreicht, der Verbesserungen verfügbar macht. Du kannst jetzt eine Ego-Einheit erhalten. Soldaten der Republik Erde wollten vom verlassenen Cronkite-Bunker aus eine umgerüstete Rakete mit Impfstoff schicken. Aber wir haben den Kontakt verloren. Du musst mir helfen, die Rakete zu starten, bevor die Seuche in Defiance überhand nimmt. Wir treffen uns am Bunker. Wir dürfen nicht scheitern. Okay. Ich weiß mir überhaupt nicht sicher, ob die Nachrichten überhaupt für mich gedacht waren. Ja, erstmal wieder Munition erhalten. Ah ja, okay, es läuft nicht aus. Das heißt, unendlich Munition hat man hier. Wir sind, glaube ich, noch im Tutorial. Ich habe jetzt wieder eine neue Fähigkeit, oder was? Ah ja, ich kann jetzt wieder auswählen. Okay. Also. In der Hocke fügst du mehr kritischen Schaden zu. Okay. Dann, du erzielst mehr kritischen Schaden bei Feinden, die nicht am Kampf teilnehmen. Idiotisch. Obwohl, außer ist halt der erste Schuss in dem Sinne. Nachdem dein Schild aufgeladen ist, versuchst du mit deinem nächsten Schuss mehr Schaden. Endet nach 10 Sekunden. Du erzielst mehr kritischen Schaden bei Feinden, die sich auf dich zubewegen. Wenn du einen Gegner mit einem kritischen Treffer erledigst... wenn du einen Gegner mit einem kritischen Treffer erledigst, wird ein Teil der Munition deiner aktuellen Waffe aufgefüllt.
Okay, mehr Schaden zugefügt und du richtest mehr Schaden an, wenn du dich mindestens 2 Meter über dem Feind befindest. Das sind alles Kackdinger. Ja, in der Hocke bin ich jetzt hier wohl kaum. Nicht am Kampf teilnehmen ist halt der erste Schuss. Ja, okay, wenn es aufgeladen ist, ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, auf mich zu bewegen ist halt so eine Sache. Ich weiß halt nicht, ob da jetzt jemand auf mich zu bewegt, weil die wahrscheinlich alle stehen bleiben und einfach auf mich schießen. Puh. In der Hocke. Also das da ist ja auf jeden Fall. Ja, machen wir einfach mal das hier. Einfach mal schauen. Und wir kriegen eine neue Pistole dann. Anscheinend. Navigiere durch das Chaos an der Abschussstelle der New Freedom und finde Karl von Bach. Wir müssen herausfinden, ob Herr von Bach überlebt hat. Ich empfange Signale von ein paar E-Werk-Pots. Hoffen wir mal, dass einer von Bach gehört. Okay. Die Welt ist also das alles hier, oder was? Ach nee, das ist nur das hier. Hä? Okay. Ich weiß auch nicht, wie lang das geht hier. Man startet auf jeden Fall auf Level 10. Ich dachte, das ist da oben neben meinem Namen ist mein Level. Aber wenn ich jetzt halt schon 10 Level schafft. Rücke vor! In Luft aufgelöst. Das ist Wir wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. So, geht es hier irgendwo ab? Verschwindet da irgendwas, wo ich dann wieder auffüllen muss? Nee. Nee, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das Tarnen ganz gut. Das sind schon wieder Spinnen. Wir behalten einfach mal die Schotti. Der Evac-Pod ist leer. Ich hoffe, dass derjenige, der darin gesessen hat, noch lebt. Alter, ich habe alle zwei auf einmal erwischt. Ich empfange Störsignale. Geh in offenes Gelände, damit ich das Tal scannen kann. Alter, die Schotti war jetzt richtig geil. Wie sie jetzt die zwei Stück auf einmal weggepustet hat. Irgendwie habe ich. So. Alter, wie viele Explosionen es hier gibt. Ah, wir haben hier auf jeden Fall den Ingenieur, also den Mechanist. Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind. Der Absturz ist schrecklich. Vor allem, warum sind wir überhaupt abgestürzt? Aber ich schaue jetzt erstmal wegen Sound, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Musik und so weiter kommt gar nicht. Audio? Soundeffekte? Können wir mal hochschalten? Sogar Sprache ist. Ja. Wird schon irgendwie so sein. Ja, was ist mein Ziel? Darunter. Das heißt, wir müssen da lang. Okay. Da hat auch jemand schon ein Auto gehabt, soweit ich es jetzt gesehen habe. Ja, mal gucken. Ich frage mich, ob die Gegner, ob die Verbündeten die gleichen Gegner sehen wie ich. Also die anderen Spiele, oder ob die da. Oh. Oh nein. Der hier hat nicht überlebt. Scheint so. Ich empfange ein erlöschendes Ego-Signal. Das bedeutet, dass er auch ein Archenjäger war. Ich empfange mehrere GPS-Signale der von Bach Industries. Eines davon muss zu ihm gehören. Wir Ich kann. sollten sie schnell überprüfen. Also, einer davon ist weg, der andere ist Bach. Das andere zwei sind dann wahrscheinlich unsere Freunde. Das kann ich schon mal drauf wetten, ey. Okay. Ich gehe mal da lang.
Wow. Ah, Text Brahma Pro grün-schwarz. Ah, okay. Interessant. Okay. Ich rücke vor! Okay, es sind alles Freunde. Das heißt, wir können hier erstmal durch. Diese Expedition ist in ernsthafter Gefahr, wenn wir von Bach nicht finden. Er ist der Einzige, der das Wissen besitzt, um die Geheimnisse des Archenkerns zu entschlüsseln. Ist doch wahrscheinlich hier drinnen, oder? Weil es das allerletzte normalerweise wäre, wenn man sich eigentlich von da nähern würde. Für die Republik! Das ist nicht von Bachs Leiche. Ziel isoliert! Das ist eine Tragödie. Du kannst nicht töten, was du nicht siehst. So, habe ich doch gut gemacht, oder? Alles mein Verdienst. Okay, nächste Leiche. Das hier ist ein Verstorbener von Bach Industries Techniker. Ich befürchte das Schlimmste, nämlich, dass wir alle verloren haben. Wieder einen erledigt. Ja. Okay. Also trotzdem nicht unsere Freunde. Ich kann aber auch meine Fähigkeit nicht mehr aktivieren. So. No problemo, Junge. Aber ich weiß jetzt echt nicht, wo jetzt hier meine Fähigkeit ist. Da mit dieser diese Ego-Fähigkeit. Hm. Mein DNS-Scan zeigt, dass es nicht von Bach ist, sondern VBI-Mitarbeiterin 130. Das ist nicht gut. Sie war für diese Expedition sehr wichtig. Ich verarsch mich doch. Mein DNS-Scan zeigt, dass das hier der Chef des Sicherheitsteams ist. Wenn er es nicht geschafft hat, wie soll es dann von Bach geschafft haben? Ob von Bach oder nicht. Ich bin nicht in der Nähe des Absturzortes. Wir brauchen Hilfe, um ihn zu finden. Ich empfange soeben einen Notfall. Ich wiederhole: Alle unbewaffneten und verletzten Überlebenden suchen Deckung und bleiben an Ort und Stelle. Wir werden euch finden. Alle kampffähigen Überlebenden melden sich beim Notfallhauptquartier am New Freedom Sammelpunkt. Schnellstmöglich. Roger. Hast du die E-Rap-Nachricht bekommen? Triff mich am Sammelpunkt. Okay, alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Ade. Ciao.